Und Hallöchen, liebe Freunde, hier ist wieder euer Foxy mit einer kleinen 5-Horrorfilm-Vorstellungsvideo wieder. Das werde ich auch gleich mal hier umschwenken. Hier habe ich wieder ein schönes Bild rausgesucht, extra mal für euch, ne? Und werde mal 5 Horrorfilme, mit denen ich das jetzt halt wieder so gesehen habe, einfach mal ein bisschen vorstellen für euch. Vielleicht ist der eine oder andere Horrorfilm was für euch dabei. Also beginnen wir doch einfach mal mit einem wunderschönen Cover, das gefällt mir schon so ganz gut. Und so wie dieses Cover aussieht, so ist der Film aber auch. Das nennt sich hier Knuddelbones. Hier hieß das hier Würfelfinger oder so. Das ist eigentlich wieder so ein kleines eine Gruppe voller Leute, die machen so ein Experiment, so ein kleines Spielchen, so ähnlich wie der Boogeyman oder so, aber keiner glaubt das natürlich. Und als sie dann, ja, den Spruch dann aufgesagt haben, dieses kleine Spielchen gemacht haben, fing auch der eine schon an aufzustehen und bricht sich den Fuß. Einfach so auf heiterem Himmel, wie kommt das denn? Und dann gleich das Arm, weil aus dieser Person kam dann halt dieser komische Mann raus. Und ich muss schon sagen, es hat schon so den ziemlichen ähnlichen Stil von Jason Voorhees, würde ich sagen. Auch so die Filmhandlung. Es spielt zwar jetzt nicht an einem Wasser oder so, sondern in eine Lagerhalle. Und ja, auch hier ist diese Szene zum Beispiel, zwei Leute haben Sex, kurz, ja, kurz bevor die so weit waren, dann wurden die geschlachtet und so. Schön blutig ist der Film, also kann ich tatsächlich nur empfehlen. Der Ende wurde ein bisschen komisch, weil ich denn nicht weiß, ja. Also es schreit nach einem zweiten Teil, eigentlich locker nach einem zweiten Teil. Also bin ich doch einfach mal gespannt, ob der Film so erfolgreich war, dass sie vielleicht tatsächlich mal einen zweiten Teil von rausbringen würden. Wir springen rum zum zweiten Film und zwar Better Watch Out. Auch das ist ein sehr interessanter Film. Ganz anders, als überhaupt in der Beschreibung drin war. Also hier sieht man so ein kleiner Junge mit so einem junges Mädchen. Das junge Mädchen ist eine Babysitterin und so will auf die Jungen aufpassen. Macht nach meiner Meinung keinen Sinn. So in diesem Alter braucht man keinen Babysitter mehr. Aber okay, egal, das macht jetzt so erstmal unwichtig. Der Junge hat sich natürlich in die Babysitterin verliebt und will natürlich, dass sie dich mal richtig so erschreckt, damit sie vielleicht in seine Arme kommt. Aber, also das war so schon geplant. Zumindest sollte man das so denken. Weil der Film hat eine ganz andere Handlung später. Der Junge ist schon ziemlich verrückt. Und ja. Nee, das sage ich jetzt nicht. Das will ich jetzt lieber nicht sagen. Sonst nehme ich euch da echt die Spannung weg. Aber so geht das dann auch weiter. Es ist so ziemlich psychohaft. Und ja. Und das Ende ist natürlich auch wieder richtig cool gemacht und ja. Auf jeden Fall empfehlenswert, ihn zu sehen. Da muss ich jetzt echt aufpassen, weil man kann da den Film, wenn ich jetzt etwas sagen tue, dann ist der Film schon erklärt und keiner guckt ihn mehr. Das will ich jetzt ja nun nicht. Also gehen wir zum nächsten Film. 207 Grad F müsste Fahrenheit sein, oder? Also auf jeden Fall spielt das Spiel in eine Sauna. Es ist so auch hier wieder eine Gruppe, wo wir gehen natürlich in der Sauna, ist dann natürlich alles noch nichts Schlimmes passiert und ja, da drin ist es zu heiß, dann springen sie mal im Wasser, dann ist wieder zu kalt und dann gehen sie natürlich wieder zurück in der Sauna. Eigentlich nur so spaßig, aber da haben sich zwei Leute gestritten. Der eine geht natürlich wütend raus, natürlich voll besoffen wieder ist und ja. Danach ging die Sauna
nicht mehr auf. Es ist wirklich sehr spannend bis zum letzten, weil man gar nicht weiß, warum die Sauna nicht aufgeht. Zu Schluss denkt man auch, oh, das ist echt, echt dumm gelaufen. Und ja, auf jeden Fall ist da drin ein Überlebenskampf, nämlich jeder weiß auch, wenn es zu heiß wird, man braucht Wasser und die hatten nur eine ziemlich geringe Menge Wasser zur Verfügung mitgenommen, mit reingebracht. Und ja. Und so ist das immer so ein bisschen mehr schade, dass der Hund nicht helfen konnte. Ich weiß auch immer nie so ganz, was sie dachten, als der Hund draußen gebellt hat, was der Hund machen könnte, ob der reinläuft und um seine Pfote das Ding von der Tür wegschiebt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das kein blutiger Horrorfilm. Also wer jetzt hier reichlich Splatter und Blut erwartet, wird hier aber sehr, sehr enttäuscht. So, schwenken wir um zum Film Nummer 4. Zombieber. Ja, ich habe lange nicht getraut, diesen Film anzusehen. Alleine schon die Vorschau, wie die Biber so aussehen, ziemlich allerweise high puppenmäßig. Aber der Film ist mega gemacht, also wirklich. Hätte ich echt nicht erwartet. Man kann auf die billige Puppenbiber-Variante gerne deutlich hinwegsehen. Bisschen lustig dahingestellt, aber auch für die Panik ganz groß. Eigentlich ist die Handlung nur so, dass einer wieder Müll weggeschmissen hat, so eine grüne Seuche und die Bibers auf dem Biberdamm zu, die Kuchen dann natürlich. Und da hat man zwar jetzt nicht direkt gesehen, aber man kann dann daraus schließen, weil es also schön grün ist, dass die Zombie-Bibers dadurch entstanden sind. Interessant ist denn natürlich irgendwann die Diskussion, als die erste Gruppe zuerst so einen Biberdamm gesehen hat und die grüne leuchtende Farbe gesehen hat. Ih, ist das Biberpisse? Ich weiß zwar nicht, ob man schon mal sowas gesehen hat, aber ich mag bezweifeln, dass Biber grüne Pisse haben. Naja, okay, das ist auch dahingestellt, also. Aber sonst ist das sehr, sehr spannend. Interessant ist ja auch, die Leute, die vom Biber gebissen worden sind, werden später auch zum, ja, Menschenbiber. Also ihnen wachsen dann die Zähne und greifen dann auch an. Also auch so eine Art Zombie-Menschenbiber. Das war dann nicht mehr so trashig und gut gelungen. Und ja, das zieht sich dann durch bis zum Schluss. Und ja, wie halt jeder Zombie-Film ist, hat eigentlich nie ein Ende. Ne? Gut. Nummer 5 und letzter Film heißt Hunger. Der auch dieser Film basiert nicht unbedingt ein bisschen Blut und so sieht man dann später. Aber dieser Film basiert nun mal jetzt nicht so, dass man auf einen Splatter oder sonst irgendwas so sehen sollte. Da sind Menschen gefangen worden, obwohl nie so wirklich rauskam, warum die. Aber auch das ist völlig egal. Auf jeden Fall, die sind dann da eingesperrt, haben Wasser ohne Ende. So die, was sieht das da? Das sind so drei volle Fässer Wasser, da könnten die noch ein paar Monate länger unten leben. Die sollen 30 Tage unten verbringen und das ohne zu essen. Interessanterweise ist denn, ja, da fragt man sich denn, wer muss denn eigentlich dran glauben? Weil sie müsste irgendwas essen. Eine Person. Aber da wird dann auch erstmal diskutiert und nee, mache ich nicht. Und ja, der eine hat einen Herzfehler und da denkt man dann schon gleich gerade dran, ob der der Nächste ist, der verreckt oder so. Ja. Das zieht sich, diese Spannung zieht sich eigentlich auch wieder nur durch bis zum Ende. Nie kam wirklich raus, was da überhaupt Sache ist. Und als die 30 Tage dann rum waren, gab es auch noch einen 31. Tag und irgendwie, ja. Hätte schon eine Erklärung noch ein bisschen erwartet, aber trotzdem, der Film war einfach nur spannend. Und Leute, was habt ihr davon? Was habt ihr davon gesehen? Was kennt ihr davon noch gar nicht? Entschuldigung.
Und was würdet ihr davon gerne sehen? Da bin ich doch mal gespannt auf eure Meinung, falls überhaupt mal irgendeiner diese wieder ansieht. Bis jetzt kam noch nicht so meine Reaktion darauf, was gut ist oder so, außer Kai, damit grüße ich sie mal ganz herzlich, der auch mal geschrieben hat, danke für die Empfehlungen oder so. Man muss natürlich auch Horrorfilme mögen. Und ja, ihr habt ja wieder ein paar, die ihr euch anschaut. Bis dahin, bis zum nächsten Mal, immer dran denken, wir sind nicht Fix, sondern die Foxys.